Hallo ihr Lieben, welcome back zu einem neuen Video von mir. Ja, heute ist was angekommen. Gerade vorher erst, ich habe schon sehnsüchtig auf den Postler gewartet, weil ich eine E-Mail gekriegt habe, dass es bald bei mir ist. Und ich drehe jetzt gleich ab und sage euch, was da Schönes drin ist. Und los geht's. So. Ah ja, das wollte ich auch einmal sagen. Das hat mir meine Mama bestellt, hat mir das gegeben und heute probieren wir es einmal aus, das Stanley Wilson. So. Zack, zack. Na, Spechtel ist schon einmal eine. So, das einmal. Auf die Seiten. Aber total lieb, oder? Es ist voll lieb, dass er an das gedacht hat. So, dann tun wir mal das auf die Seiten. Eine neue Karte. Wow, die ist aber richtig schön. Du siehst auch, von wem das ist, das Paket. Ich habe wieder was bestellt bei der Sommerbestellgruppe und ja, was soll ich sagen? Ja. Aber voll schön. Wow. Also die gefällt mir so richtig, richtig gut. Die ist richtig schön. Und oh, ist sie süß. Schaut mal, das erste, was mir da entgegenkommt. Achtung. Polychromos. Oh, und schon wieder so ein niedliches Papier. So was kalt ihr auf. Ja, aber wenn es einfach zu niedlich ist. So. Nein, nehmen wir wieder das Messer her. Oh, schaut's. Und da kommt es außer. Ich habe extra zwei bestellt. Nämlich von die Polychromos. Wo steht's? Da. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Das wird so sehr blenden. Hallo. Ja, wie immer, ich verlinke euch alles unten. Das ist nämlich das Sepia Dunkel. Die 175er. Habe ich einmal. Zweimal eigentlich so. Zweimal bestellt. Dann. Jetzt fange ich das mal halt einfach zuerst eine. Dann. Schaut's. Oh, ist das süß. Schaut's mal die Verpackung an. Da spechteln wir schon einmal eine. Oh, schaut's mal, wie schön. Einmal. Oh mein Gott, wer kennt's nicht? Früher überhaupt eine Heubrause. Also, oh Gottes Willen. Ah. Steht da oben. Wie ist oben gestanden? Moment. I hope this make you smile. Also, volle. Dann, oh, Center Shock. Wer kennt's nicht? Und Mentos. Lecker Schmecker und noch von Gummiaban so eine süße Weihnachtsmütze. Danke, danke, liebe Simone. Danke, danke, danke. Oh, ist doch schön. Also überhaupt die Schachtel auch. Die ist ja auch cool. So schön. So schön. Oh. So. Und. Ja, bei der Simone in der Sonnenbestellgruppe gibt es jeden Monat einen Gewinn. Da kannst sozusagen, wenn die Bestellung die Rechnung nimmst, kommst du in den Lostopf und wer hat gewonnen das Mal? Ich! Und ich habe mich so gefreut schon damals und da werden wir gleich müssen einmal wieder mit dem Handlettering anfangen und üben. Und
Das werden wir probieren einmal. Danke, danke, danke. So zu dem Thema. So. Das tue ich doch jetzt auf. Ihr bleibt's. So, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Nämlich, ich habe ein paar Sachen im Onlineshop bestellt und ein paar Sachen, ja, sind in der Sammelbestellgruppe mitgekommen. Ich fange einfach an. Ich habe so eine Freude einfach. Oh, das ist mir sofort eingesprungen ins Auge. Nämlich, ich habe die Nighttime Skies, den Stencil. Den habe ich schon vorher mal und der ist mir nachgeliefert worden. Ich freue mich, weil ich habe natürlich von Ranger, den hat sie auch drin gehabt. Ich glaube, der ist aber leider schon, da ist alles schon weg, wenn es mich nicht täuscht. Den habe ich auch, aber deswegen habe ich das, dass ich, weil es ein bisschen anders ist und ich müssen alle zwei haben. Und meine EDC-Mädels. Das war ganz witzig, weil die liebe Caro hat nämlich auch schon kommentiert. Also sie hat selber die Stanze auch bei der Simone bestellt. Und ich habe das gesehen und habe gedacht, wow, weil ich habe ja letztens auch so nur in größer so eine Stanzen bestellt. In klein ist die ist mir gar nicht so aufgefallen. Und ja. Studio Light. Ja, hat auch mit mir essen. Nämlich die Stadt. Bin ich auch nicht drum herum gekommen. Gebe offen und ehrlich zu. Ja. Ist ein bisschen Studio Light jetzt lustig wieder. Und was anderes, wenn mich kennt. Die Stanze. Kreise, ich habe nicht so viel irgendwie kreismäßig was jetzt so macht. Ach, da nehmen wir aber was jetzt mit. So. Und jetzt das Highlight irgendwie für mich. Das wurde ich schon letztes Mal, aber habe mich hinterhalten müssen. Nämlich, so, seht ihr es. Da sind nämlich die Stempel von Studio Light mit den Stanzen. Wer mich kennt, Stanzen zu den Stempeln dazu, bin ich oft zu geizig. Da war es halt gleich mit drinnen, freut mich voll, weil ich schneide immer um. Und ja, den Yeti Snow Fun hast du jetzt. Und auf das freue ich mich so richtig voll. Also. Ah, ich habe schon so viele geile Sachen mit dem gesehen und ach, herrlich. Ja, nachher hat natürlich das Christmas Crew, die Christmas Crew mit müssen. Hallo, schaut mal die süße Elfmaus an da. Ja, da ist eine Maus. Und die Maus. Und der Nussknacker da unten. Oh mein Gott. Schaut's. Oh, und da. Also. Ach, herrlich, herrlich. Einfach nur schön. Ihr merkt, ich habe voll die Freude. Dann aus der Kollektion von Studio Light habe ich noch die Stanze mitgenommen. Die hat mir auch schon gepackt, wo ich sie gesehen habe. Und jetzt das Mal hat sie mit dürfen. Dann. Eine A6-Format Stencil Snow hat auch mit dir dürfen. So. Da hat mir auch voll getaugt. Dann von Studio Light. Also Merry Christmas. Das ist wirklich eine DIN Longkarten, kannst du eine tun und prägen. Oh, ja, muss ich nicht viel sagen. Ne? Schau, die haben wir schon ab. Doch nicht die beste Idee da hinten oben. Warte jetzt einmal. Das tun wir jetzt so.
So, und dann seht ihr es noch ein bisschen. Und die tun wir da her. Ich bleib's da jetzt. So. Dann, jetzt kommen sie. Also, standsmäßig habe ich nicht so viel so Wörter. Und deswegen hat die Happy-Stanze mit dürfen von Studio Life. Dann die Hello-Stanze. Dann, genau, die Fangstanze hat mit dürfen und die Laufstanze. Und natürlich von eben der Firma, ich sprich es mal jetzt nicht aus, haben die Weihnachtskugeln mit dürfen. Ja, ich glaube, da brauche ich nicht viel sagen dazu. Und jetzt, das, genau, da haben wir auch noch Studio Light. Einmal die Stempel. So. Wie heißt du? Text and ja. So, da seht ihr oben. So, die hat mit dürfen. So, so. Dann muss sie da her. Irgendwie. Ich weiß nicht wohin. Dann, oh mein Gott. Das Sessellift. Ski Lift. Ja. Mhm. Einfach nur cool. Also mit dem Yeti zusammen habe ich auch schon gesehen, so eine Karten. Toll. Dann, da habe ich was Besonderes vor, ob ich es mache oder nicht. Weiß noch nicht. Mit Backs. Aber ja. Aber die haben einfach, das habe ich cool gefunden. Die müssen mitnehmen. Ja. Das ist einfach nur schön. Da. Auch wieder von der Carla designt. Also die macht so schöne Sachen. Und natürlich, was soll ich sagen? Ja. Es ist nicht mehr lang, nachher fängt schon wieder das nächste Jahr an. Und von Marianne Design, die süßen Kleeblätter haben mit dürfen. Kann nicht anders sagen. Dann hätt's. Natürlich, ich bin an Improntoratoren nicht vorbeikommen. Nicht. Ich kann es euch sagen. Ihr seht schon die Skyline Border. Und das ist auch schön. Also einfach riesig, riesig groß. Für die Longkarten mega cool. Die schon einmal. Boah, schon sieht es. Es muss leider überdecken da oben. Einfach nur cool. Natürlich habe ich damals auch die Ginger Friends mit in Warenkorb getan. Ah, richtig cool. Die schon einmal. Und bin an den Christmas Tree nicht vorbeikommen. Schaut mal. Man kann da einfach nicht wie bei Improntoratore kann ich sehr schlecht widerstehen. Sehr, sehr schlecht. Also. Natürlich haben Stempel an mit mir. Schaut. Boah. Einfach nur Zucker zu kassieren. Da Happy New Year und Hope, all the best, Peace. Das kann ja noch. Also, may all your hearts, desires come true. Das verstehe ich auch noch. Aber ist das nicht? Also, oh, ich schmelze dahin bei dem Stempelset. Also, ich schmelze. Richtig dahin. Ja. Und natürlich, ich hab
den mit mir nehmen. Also den Super Center, ja, schaut, das Rentier, Super Rentier. Und nachher die Skyline, oh, ja. Ihr wisst, im Ponte da Tora hat es mir echt angetan. Also, wo ich das mitgekriegt habe, dass die Simone das hat, da habe ich nachher bei ihr bestellt auch. Und, also, es ist so eine richtige tolle Firma einfach nur. So, und so, ganz drunter drinnen habe ich nämlich noch einen Cardstock an dunkelblauen mitgenommen von Card Deco. Und ja, Dark Blue. Und den brauche ich auch zu Weihnachten. Und ja, was soll ich sagen? Das war's. Ja. Ich sag's euch. Ich hab so eine Freude. Ich hab richtig, richtig eine Freude mit dem Sohn. Überhaupt mit dem Gewinn. Danke noch einmal, Simone. Also, oh mein Gott. Da, die muss ich einmal wirklich testen und probieren. Und ja, wieder ans Handlettering mich dran trauen. Ich bin immer so, ich sehe vieles und probiere auch vieles gern aus. Aber oft einmal traue ich mich bei manchen Sachen nicht drüber. Weil ich einfach, weil da musst du wirklich die Schrift neu erlernen, kannst du sagen. Also wie neu schreiben lernst einfach. Und da fällt mir oft einmal die Zeit. Aber da muss ich jetzt dazu schauen, weil es ist echt schade. Ich habe das schon so oft gesehen und einfach noch schöne Sachen kann man mit den Sachen machen. Ja, genau. Und nachher seht ihr einfach, was ich mit den Sachen wieder mache. Und ja. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt es mit mir ja, wieder gut Deutsch heute. Ja, dass ihr auch Freude habt wie ich. So klingt es besser. Und ja, oh mein Gott. Also, jetzt fangen wir wirklich an mit den Weihnachtskarten. Eigentlich wollte ich schon viel, 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 viel früher anfangen, schon September, Oktober, aber jo, was soll ich sagen? Ja. Ich hab's wieder rausgezögert, irgendwie. Ja. Ich weiß schon. Ein paar Sachen da auf der Seite. Und da seht ihr noch ein sicher Video dazu. Und ja, ich habe ja ein paar Ideen schon und ja, ich weiß, ich tue das so Dings. Ich habe einfach so erfreut mit dem. Einfach, ja, überhaupt die El. Ja. Kann nicht anders als wie ja, sagen, schaut bei der Simone gern eine, lasst mir ein Like da, abonniert gern. Also, weil ich habe schon wieder gesehen, da sind viele ohne Abo unterwegs und genau, schauen zwar die Videos, aber liken, das weiß ich nicht, ob sie tun oder nicht, aber. Ich sehe heute, dass kein Abo da wird lassen. Und das ist kostenlos und ja. Und aktiviert die Glocken. Wie gesagt, ich will euch nichts aufdrängen oder so. Jeder entscheidet es selber, ob es einem gefällt oder nicht. Und sagt danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!